Anonymous, so nennt sich ein international operierendes Hacker-Kollektiv. Eine Gruppe Hacker hat Scientology den Krieg erklärt. Mitglieder der Hackergruppe Anonymous festgenommen. Die Anonymous-Mitarbeiter enttarnen wollte. Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, wir sind kein Hacker-Kollektiv. Wir sind Anonymous. Sehr geehrte Medien Deutschlands, zuhauf lassen sich Videos im Internet finden, in denen man von Anonymous als Hacker-Kollektiv oder teilweise sogar von Anonymous-Mitarbeitern spricht. Wir würden Sie gerne darauf hinweisen, in Ihrem eigenen Sinne auf solche Formulierungsfehler zu achten. Anonymous ist ein Kollektiv. Zweifellos haben sich Anonymous auch einige Programmierer mit äußerst guten Kenntnissen angeschlossen. Man kann also sagen, dass sogenannte Hacker die Idee des Kollektivs unterstützen. Aber warum, lieber Medien, muss man hier immer von einem Hacker-Kollektiv sprechen? Des Weiteren wird in einem Bericht der Tagesthemen von ARD von sogenannten Anonymous-Mitarbeitern gesprochen. Eine solche Formulierung ist angesichts der Tatsache, dass man bereits mehrmals deutlich gesagt hat, es handle sich bei Anonymous um ein Kollektiv und angesichts der Tatsache, dass sie von einem Sender stammt, der sich selbst erstes deutsches Fernsehen nennt, einfach lächerlich. Also, lieber Medien, achten Sie doch in Zukunft ein wenig auf solch wichtige Formulierungen und ersparen Sie Ihren Zuschauern ein Schmunzeln beim Schauen solcher Berichte. Wir sind Anonymous. Wir sind viel. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.